So, meine Freunde, willkommen zum 17. Türchen. Das letzte Vayne-Video ist ja nicht ganz so gut bei euch angekommen, kann ich aber auch verstehen. Mir persönlich machen so eine Videos mit diesen Gameplays und ein bisschen geiler Musik eigentlich ziemlich viel Spaß, aber zu oft sollten die nicht kommen. Hab auf jeden Fall eure Message verstanden. Aber ich habe ein ziemlich geiles Lucian-Gameplay, möchte das aber nicht unkommentiert lassen. Deswegen habe ich mir gedacht, mach ich mal kein Mini-Guide-Solution, kein... Ja, nicht direkt irgendwas, was ich schon mal gemacht habe zu einem Champion, sondern ich denke mir, oder ich dachte mir, ich rede einfach mal ein bisschen darüber, was ich so für Gefühle habe, wenn ich Lucian spiele, wie ich quasi ans Game herangehe, auch so ein bisschen vielleicht über die Vergangenheit. Und zwar, Lucian ist ja ein Champion, der ist eigentlich sehr, sehr lange mein Liebling gewesen. Super mobiler Dude, richtig viel Burst, geiles Output-Potenzial. Für mich macht er einfach nur richtig viel Spaß, fühlt sich geil an zu spielen und ist einer meiner absoluten Favorite-Champions gewesen, bis er dann einmal totgenervt wurde und ziemlich lange einfach nur richtig bad war. Das war gerade, als Graves gut war. Jetzt aber ist Lucian ja ziemlich gut zurückgekommen, gerade mit diesem neuen Essence Reaver plus Crit-Item-Item-Build. Ist super nice auf Lucian und ich muss wirklich sagen, Lucian ist mitunter der Champion, der mir wieder mit am meisten Spaß macht. Einfach die ganze Zeit rumdashen, super für Burst machen, richtig geiler Champion. Und ich muss sagen, wenn ich mir die Stärken von Lucian überlegen müsste, dann wäre das auf jeden Fall die Laning Phase. Du hast auf der Laning Phase mit dem Q die Möglichkeit zu poken, kannst super die Outplays machen. Thunderlord profitiert, oder er profitiert maßlos von Thunderlord. E plus Double Proc und dann noch ein Q ist Instant Thunderlord Proc. Also es ist schwer, Trades zu verlieren mit Lucian. Der Item-Build fühlt sich aber nur richtig nice an auf Lucian. Man geht halt, also man kann verschiedene Sachen gehen. Ich gehe Essence Reaver, dann ist Attack Speed Item, BT oder Infinity Edge. Es fühlt sich einfach sehr schön an. Man hat nicht mehr diese Gedanken, okay, ich habe jetzt kein Item, wo ich denke, das wäre jetzt richtig nice, sondern ich muss sagen, Lucian ist in einem richtig geilen Position momentan. Ist nicht OP, auf keinen Fall, weil AD Carries generell einfach momentan nicht OP sind. Aber ist trotzdem einer, der mir super viel Spaß macht und ich würde euch empfehlen, den auch mal zu spielen. Ansonsten aber muss ich wirklich sagen, gerade in Teamfights, was ich an Lucian so schätze, ist einfach die Möglichkeit, die Ziele so dynamisch zu wählen. Wenn du zum Beispiel eine Jinx spielst, dann musst du natürlich das angreifen, was dir vor die Flinte läuft. Du hast nicht wirklich eine Alternative. Entweder du machst Rechtsklick oder du machst keinen Rechtsklick. Mit Lucian aber hat man dank des Es so unglaublich kreative Möglichkeiten zu kämpfen. Man kann zum Beispiel einfach safe hinten stehen und den Tank natürlich angreifen oder aber, wenn sich die Möglichkeit ergibt, auch einfach mal nach vorne dashen und dem gegnerischen Midlaner, dem gegnerischen AD Carry dreiviertel Leben abziehen. Und das macht mir persönlich echt viel Spaß, denn ich habe es oft in Games, wo einfach zum Beispiel der Tank engaged und kein Follow-up kommt. Und als Lucian selbst kannst du dann nach vorne dashen und halt diesen halben, dreiviertel Leben-Burst machen, der manchmal in Teamfight turnen kann. Ich denke, wenn ihr jetzt im Hintergrund das Gameplay ein bisschen beobachtet habt, dann werdet ihr das auch mitbekommen haben, dass ich des Öfteren mal aggressiv raufgehe auf zum Beispiel den Corki oder auch den Victor und das ziemlich gut funktioniert hat. Zu guter Letzt natürlich auch die Ult, ist ziemlich geil geworden jetzt mit den Veränderungen. Man muss keine Attack-Speed mehr stacken, die macht meiner Meinung nach fast schon ein bisschen zu viel Damage. Also auf Level 6 kannst du den gegnerischen AD Carry fast one-shotten, wenn alle deine Ult-Procs treffen quasi. Trotzdem finde ich, dass momentan Lucian eine der wahrscheinlich abgerundetsten AD Carries überhaupt ist. Hast super viel Burst, Potenzial im Late Game, gute Laning Phase und ich muss einfach sagen, Lucian bekommt, wenn wir überlegen, Maxim hat das Y der Woche, dann bekommt Lucian von mir das, scheiße, mir fällt nicht sein, okay, ich muss jetzt was anfangen, ich habe noch ein paar Sekunden. Lucian bekommt das Geil der Woche. Ne, das ist übel langweilig. Lucian bekommt das, ach fuck, mir fällt nicht sein. Lucian ist geil und ihr solltet ihn spielen. Haut rein.